Hallo zusammen und schön sind wir wieder dabei zu einem neuen kleinen Opening von einem Starter-Set und zwar von einem folgenden Starter-Set vom Tour Talk alias auf Englisch Bless Toys Starter-Set. Schauen wir uns heute genau an, was das Deck taugt, was hier abgeht und wie stark das genau ist. So, und da wären wir jetzt. Machen wir das schöne Päckchen hier mal auf. Der Mr. Turtok ist eben zusammengekommen mit dem Visaflor Anfangsjahr. Schaut dazu gerne das Video an, wie ich das Starterpaket öffne von ihm. Aber wir öffnen jetzt den Mr. Turtok hier. Wieder mal eine schöne Münze. Die sieht richtig geil aus. Komm jetzt. Die sieht, schöner Wert von etwa 20 bis 30 momentan. Isker. During your next turn, this Pokémon can't use the turn cannon. Aha, so ein 200er Angriff. Puh, schau, sackstark. Kannst zwar einmal einsetzen und eigentlich gerade nicht mehr, aber sackstark da wieder ein bisschen. Auf dieser Seite ein bisschen dicker als da. Aber da sieht er wieder schön aus. Sind wir da wieder das Übliche. Kennen wir ja. Die schöne Schachtel von ihm. Schau, von hinten sieht geil aus. Mal schauen, was uns hier erwartet. Das Pari haben wir da. Put up two basic energy cards from your discard plan into your hand. Ja, kann man brauchen, kann man brauchen. Der Sharpedo haben wir da mit einem 120er, 110er, 50er. Dieser Attack has 20 damage to if your opponent's bench Pokémon. Oh. Okay. Die kennen wir vorhin. Der Carvana. 60er, 10er, ja. Vorentwicklung. Oh, der Dreadnought, wie man das ausspricht. 130er. 60er plus. Dieser Tag does 3 more damage for each in your opponent's active Pokémon's redress cost. Und ein 130er mit 4. During your opponent's next turn, this defending Pokémon can't retreat. Dafür 130er, stabil. Der Schüttel, basic 80er, 10, 30er, ja, voll easy money. Die kann man brauchen, Wasserenergie. Kann man auch brauchen, kann man brauchen. Jetzt haben wir den Carvana noch einmal. Und der urgelgeile Sieg, schau, da ist er, Mann, 90er. This attack does 50 damage to in your opponent's bench at Pokémon. Das. Was für eine. Aber ja. Wischiwaschi. Geilster Name einfach. 30er. Wisplash. Volcanion. Der sieht ja geil aus, Mann. 120er mal. Flip to Coins. Dieser Attack tut 120 Damage for each Heads. Also kannst du 240 machen. 240. Huere stark. Mit 4 Energiekarten. Das ist 5. Sag stark. Du musst natürlich zweimal Kopf holen oder wenigstens einiges, sonst einfach gar nichts. Aber geil. Und der Baraskuda, 120er, 130er, discard 2 energy cards from your hand if you don't this attack does nothing. Für einen 130er Schaden. Huh, ja. Haben wir brauchen. Der Arakuda, Vorentwicklung. Wasser, die Carmi, Chattel, ja. Mhm. Aha, da kann man 2 Energiekarten holen. Sehr gut. Aquajet, da haben wir. Urgel. Da, Energie, die ist gut. Da ist auch da, stabil. Da ist wohl der stärkste, gut, der andere ist zwar auch noch recht stark. Energie, Tick. Rakuda. Die und die. Ja, also hat 1-2 Pokémon, die mir gefallen. Vor allem der Volcan gefällt mir ganz geil. Urgel, der ist sowieso geil, aber schlägt sich einfach die anderen, Mann. Was für einen, Mann. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Der Dreadnought auch, sieht auch geil aus. Der ist auch nicht schlecht mit einem 130er. Zeigen wir, spielen das Ganze auch, schauen wir uns an, wie es umgesetzt spielbar ist. So, liebe Leute, jetzt starten wir uns mit unserem Turtok-Deck. Natürlich völlig
unbearbeitet, das Ganze. Also wir haben nur den Tour Talk in V-Form drin, was andere Spieler werden auf jeden Fall sicher mehr haben. Aber damit wir einfach einen schönen kurzen Einblick in die Karten haben und in die Trainerkarten und einfach alles schnell rein. So. Der Urgel. Oder. Aber es ist nur mal ein bisschen zum Dreischnuppern da. Jetzt sind wir da drei schöne Schaden am Evoli. Wie viel macht er? Ein 50er Abfall, und wir zerstören sein Evoli. Yes! Setzen wir den, der einen Biss macht. Den. Ist ja Wasser natürlich. Schwäche, sehr gut. Ah, Schwäche natürlich nicht mit einem Begriff, ja, ist klar. Und tschüss, 80er. Jetzt der schon alle. Nein, den Paten wir lieber, machen wir den. Ja, das soll 160er Schaden, ist klar. Ja. 20er hat er noch. Ja. Ja, probieren wir es mit dem. Spielen wir den. Die müssen wechseln natürlich. Auch ein Knarre! Turto, okay. Schade. Gutes Spiel gesehen, noch recht knapp geworden. Nicht mal so schlecht. Also das Deck an sich ist jetzt gut, ist gerade gegen 4 gewesen. Natürlich ein kleiner Vorteil für mich, aber an sich eigentlich nicht schlecht das Deck. So, liebe Leute, wir sehen. Tour Talk, Mr. Tour Talk Starterdeck, also ich auch nicht schlecht davon, macht auch einen guten, stabilen Eindruck. Man muss natürlich auch da ein bisschen bearbeiten, ein bisschen andere Karten hinzufügen und so, und dann sieht es nicht mal so schlecht aus, also hat einen guten Eindruck gemacht. Tour Talk. Tour Talk! Tour Talk! Ja, das war's eigentlich von diesem Video. Danke fürs Hinschauen, hinterlasst gerne einen Kommentar da oder abonniert gerne unseren Kanal. Oder wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich bin raus. Peace.